Bekanntlich ist gestern das erste Quartal zu Ende gegangen und wir wollen uns mal ein paar Fakten aus diesem ersten Quartal anschauen, wollen uns mal anschauen, was das Coronavirus an Crash-Situationen in diesem Quartal ausgelöst hat. Denn das, was da passiert ist, das ist in jeder Hinsicht historisch. Und dabei hatten wir zum Beispiel beim Dow Jones noch am 12. Februar ein neues Allzeithoch erreicht. Aber seit Mitte März wird es dann ein bisschen schwieriger. Und es ist kein Zufall, warum es seitdem ein bisschen schwieriger wird. Das will ich gleich mal zeigen. Fangen wir erstmal an mit dem, was man konstatieren muss. Hier sehen wir die Quartalsveränderungen von Marktkapitalisierungen insgesamt mit global Aktien und global Anleihemärkten. Und wir sehen hier einen massiven Rückgang, der das, was die Finanzkrise gezeigt hat, bei weitem übertrifft. Das ist also schon mal der erste Fakt, dass wir hier sehr viele Situationen, sehr viele Menschen, sehr viele Investoren haben, die jetzt auf dem Papier ein bisschen ärmer sind. Das wird uns noch beschäftigen. Es sind aber vor allem die Aktienmärkte, die hier abschmieren, während die Anleihemärkte, die globalen Anleihemärkte, wie Sie am oberen Graph hier erkennen, sogar 1 Billion an Marktkapitalisierung zulegen konnten, ist es leider bei den globalen Aktienmärkten ein bisschen weniger geworden, nämlich über 19 Billionen haben wir hier jetzt verloren im ersten Quartal. Das ist jetzt nicht gerade wenig, das hat gerockt. Wir sehen, dass der Dow Jones jetzt das schlechteste erste Quartal seiner Geschichte absolviert hat. Und der Dow Jones ist ja schon 2-3 Jährchen alt. Nein, der ist seit mehr als 120 Jahren der Fall, dieser Index. Also das ist schon eine gewisse Geschichte, die dahinter steht. Wir haben jetzt das schlechteste Quartal gesehen seit 1987, seit also im Oktober 4. Quartal dann dieser Crash passierte, dieser schwarze Montag passierte. So schlecht also steht es jetzt derzeit um die Dinge. Wir haben dann noch Folgendes. Wir haben vor allem den Anstieg der Volatilität. Wir sehen hier den größten quartalsmäßigen Anstieg des VIX, also der Volatilitätserwartung. Und wir sehen, dass die realisierte Volatilität beim Dow der letzten 30 Tage so hoch ist wie seit 1987 nicht mehr. Es gab nur einen Fall, wo sie noch höher war als 1987. Das war 1929 in der Weltwirtschaftskrise. Also man sieht hier diese historischen Bezüge. Interessant ist, dass es eine einzige Aktie im Dow Jones gibt, die positiv ist. Das ist Microsoft. Während die schlechteste Aktie Boeing ist, die über 50% ihres Wertes verloren hat. Warum, das wissen wir. Schauen wir uns noch ein paar Dinge an. Wir hatten ja jetzt eine Rallye erlebt. Aus meiner Sicht immer eine Bärenmarkt-Rallye. Das hatte ich in den letzten Videos versucht mehrfach zu zeigen. Bin dabei wahrscheinlich Ihnen ein bisschen auf die Nerven gegangen. Aber schauen wir uns mal an, wie hier die Dinge stehen in Sachen fundamentalen Bewertungen und dem, was der S&P 500 gezeigt hat. Der ist gestiegen, das sehen wir hier in diesem grünen Graph, während eben die Erwartungen für die Gewinne pro Aktie deutlich weiter gefallen sind. Ich hatte gestern auch eine Grafik gezeigt zu den Finanzkonditionen, all die nach wie vor nicht wirklich besser geworden sind, trotz der Rallye, die wir gesehen haben an den Aktienmärkten. Aber diese Rallye, diese Bärenmarkt-Rallye scheint heute vorbei. Wir sehen die US-Futures tiefrote, dazu gleich mehr. Das liegt auch daran, dass Sid Donald jetzt in einem Briefing gesagt hat, naja, unser Ziel ist, dass wir 100.000 bis 240.000 Tote nur haben, dass wir also die Zahl so stark eingrenzen können. Kürzlich, nämlich am Vortag, war noch die Rede von 100.000. Jetzt erhöht man also diese Zahl und Donald Trump, er hatte gleichzeitig auch gesagt, ja, er weiß, was da los ist, zum Beispiel in diesem Krankenhaus Elmhurst, das ja in Queens ist. Ich bin in Queens aufgewachsen, so Donald Trump, ich kenne das Krankenhaus gut, ich weiß, was da los ist, mir ist klar, was da passiert. Es hat gedauert, bis es Trump klar war, aber oder wurde. Jetzt ist es ihm klar. Heute Nacht hat er gesagt, es werden jetzt zwei sehr, sehr schwere Wochen auf uns zukommen, sehr schmerzhafte Wochen auf uns zukommen. Gleichzeitig auch angekündigt, dass bis Ende April jetzt der Lockdown fortgesetzt wird. Das ist also nicht mehr die Rede jetzt von Ostern, sondern bis Ende April. Und diese zwei sehr schmerzhaften Wochen, die könnten auch auf die Wall Street zukommen, die könnten auch auf die Aktienmärkte zukommen. Da ist die Wahrscheinlichkeit nicht so schlecht. Wir sehen hier die Coronavirus-Statistik, die aktuelle. Wir sehen, dass die USA jetzt deutlich führen, in Anführungszeichen mit 188.000 Fällen und einigen mehr.
bei über 4000 Toten, Italien Nummer 2, 105.000, Spanien dann Dritter, Vierter, jetzt nur noch China, dessen Zahlen man natürlich anzweifeln kann und muss. Und Deutschland hält sich da bei 71.800 nach neuesten Zahlen. Aber kommen wir zurück mal zu dieser Korrelation zwischen Coronavirus und den Aktienmärkten. Dann sehen wir hier eben am 12. Februar, da hat der Dow Jones nochmal ein Allzeithoch erreicht. Dann hatten wir die Gewinnwarnung von Apple, die gesagt haben, ja, unsere Ziele, die können wir nicht erreichen. Und es ging aber erst so richtig eigentlich im März nach unten. Und man kann zeigen, dass es eigentlich Mitte März erst nach unten geht. Da hat der Dow Jones am 16. März an einem Tag 2.399 Punkte verloren. Also es ist im Grunde erst Mitte März so richtig losgegangen mit diesem Crash. Und wir sehen hier auch Mitte März, nämlich 16. März, steigen die Zahlen der Coronavirus-Infizierten. Das heißt, die Amerikaner haben Mitte März so richtig kapiert, oh, wir haben ein Problem. Das war vorher das Problem der anderen, der Chinesen, dann der Europäer. Und plötzlich hat es Klick gemacht in den Hirnen der Amis und vor allem in den manchmal etwas hohlen Hirnen einiger Wall Street-Spieler, die eben gedacht haben, das hat mit uns nichts zu tun, das geht uns nichts an. Und dann haben sie gemerkt, ups, es geht uns was an. Und gleichzeitig waren sie eben extrem auf der Long-Seite positioniert, sodass wir erstmal in der ersten Welle eben einen Abbau dieser Long-Positionierungen hatten, einen Abbau dieser Schieflagen hatten, einen Enthebelungsprozess hatten. Und dann hatten wir jetzt die Erleichterungsrally, weil man sich gesagt hat, naja, die Fed, die wird uns retten, die Liquidität der Notenbanken, die könnte uns retten. Man wird aber feststellen, dass die Notenbanken und die Regierungen praktisch immer nur hinterherlaufen den neuen Brandstellen, die da entstehen. Es ist inzwischen auch in Deutschland so, und das ist, glaube ich, etwas sehr, sehr Wichtiges. Dadurch, dass praktisch ja ein allgemeines Schuldenmoratorium ausgerufen wurde, das heißt, keiner braucht im Prinzip Schulden zurückzahlen, wenn er sagen kann, naja, durch das Coronavirus ist mein Business irgendwie betroffen. Deswegen werden auch viele Lieferanten sagen derzeit, und das weiß ich aus vielen Quellen, dass sie zum Beispiel bestimmte Handelspartner nicht mehr beliefern, weil sie eben nicht sicher sein können, ob sie ihre Gelder wiedersehen, wann sie ihre Gelder wiedersehen. Das ist sozusagen jetzt das, was eigentlich passiert, wo wir wirklich so einen Kollaps auch der Wirtschaft haben. Selbst diejenigen, die noch arbeiten, sind teilweise in vielen Branchen zumindest sehr, sehr vorsichtig, wen sie noch beliefern, weil sie eben, wie gesagt, nicht wissen, wann sie ihr Geld wiedersehen. Heute Nacht gab es einen Podcast von Bond King Jeff Gundlach, der sagt, das sieht jetzt alles nach einer Depression aus. Und er meinte, die Projektionen, die Erwartungen sind nach wie vor viel zu optimistisch, die Märkte haben. 35 Millionen schlecht bezahlte Jobs seien gefährdet, so Jeff Gundlach. Und es ist nicht plausibel, und das ist ja ein bisschen so die Annahme, dass das Q3, das dritte Quartal, also einigermaßen das kompensiert, was im zweiten Quartal schief gehen wird. Das ist, glaube ich, schon außerhalb der Diskussion. Das ist also ein Punkt. Man macht sich in den USA mit dieser Grafik ein bisschen Hoffnung übrigens. Das ist die Coronavirus-Statistik der Cases per Day aus Italien, also der Neuinfizierten aus Italien. Und das ist hier eine Grafik des Weißen Hauses, die den Amerikanern Mut machen soll, indem man zeigt, ja, diese Grafik kann nach unten gehen, bei den Amerikanern geht sie leider noch deutlich nach oben. Schauen wir uns mal ein paar Charts an, was wird da passieren. Was wir hier sehen, das ist das, was ich angesprochen hatte. Sie sehen jetzt einen Chart von Capital.com, ich sehe den Dow Jones und sehe, dass wir bei 21.139 sind, deutlich tiefer, es geht nach unten. Wir haben jetzt in den letzten ein, zwei Stunden deutliche negative Entwicklungen bei den US-Futures gesehen. Sieht so aus, als wäre die Bärenmarkt-Rally jetzt eben doch vorbei. Das wird für den DAX bedeuten, dass wir um und bei wo reinkommen? 9.537,38. Gestern waren wir noch über der 10.000er-Marke, dürfen wir nicht vergessen. Das geht also jetzt wieder relativ schnell. Wir haben wenig Bewegung, erstaunlicherweise in Euro-Dollar. 1,1019, da tut sich nicht viel. Wir hatten gestern den Abverkauf dann bei Gold, das war auffällig, jetzt 1587. Und wir haben das amerikanische Crude Oil, das nicht auf die Füße kommt bei 22,15 $. Obwohl Putin und Trump versuchen, hier den Preis nach oben zu reden. Trump hat wörtlich gesagt, ja, wir haben hier ein Problem im Ölsektor, weil unsere Ölindustrie jetzt ein Thema hat, wenn der Ölpreis so niedrig ist. Also, das ist so ein bisschen jetzt ein Faktencheck zu dem, was passiert ist im ersten Quartal 2020. Bis Mitte März war so ziemlich alles schick aus Sicht der Amis, aber dann
plötzlich die Erkenntnis, wir haben ein Problem und dieses Problem ist eingepreist worden und es dürfte jetzt auch die nächsten 2 Wochen noch schmerzhaft werden, bevor wir dann wahrscheinlich hoffentlich vielleicht oder aus Hoffnung, aus Sicht der Bullen zumindest, hoffentlich eine Rallye wieder bekommen der Aktienmärkte, eine Erholung der Aktienmärkte, eine Erholung auch der Wirtschaft, denn es wird krass werden in den nächsten Wochen und damit sage ich Servus und Ciao.